Ho, ho, ho! Ich bin zwar nicht der Weihnachtsmann, aber ich bin Bennard und ich bin back mit einem neuen Video voller geistigem Dünnschiss. Ich kann es ja kaum abwarten, die heutigen Clips zu sehen. Ich hoffe natürlich, euch allen geht's gut und wenn ihr dieses Video hier gerade seht, es ist pünktlich um 14 Uhr, so wie jeden Tag, okay? Schreibt es euch ab jetzt in den Kalender. Jeden Tag um 14 Uhr, pünktlich. Und starten wir auch mal direkt rein. Das hier ist eine Aufnahme von einer Beerdigung. Als erstes einmal Rest in Peace. Und ihr glaubt nicht, was auf dieser Beerdigung passiert ist. Irgendjemand hat vergessen, sein Handy auf stumm zu stellen. Oh mein Gott. Hab ich euch zu viel versprochen, dass es direkt geisteskrank losgeht? Ach du heilige Schlitte. Ist ja nicht so, dass einfach nur das Handy angegangen ist. Nein, nein, nein. Auch noch so ein gottloser Klingelton. Oh mein Gott. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Bro, dort vorne wird jemand... Ach du Scheiße, ich kann darüber gar nicht nachdenken. Ich kann darüber gar nicht reden. Ich kann das gar nicht kommentieren. Der Typ hat einfach die Beerdigung gecrashed mit einem Goofy-A-Song auf seinem Handy. Na, und dann hat er auch noch so lange gebraucht, um es auszumachen. Machen wir ganz, ganz schnell weiter. Ich muss das ganz, 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 ganz schnell vergessen. Was habe ich hier gerade gesehen? Holy Scheiße. Oh, yo, yo, mein kleiner Bre hat sich eine Chaya geklärt. Hä? Sind die beide irgendwie eingefroren? Was geht ab? Ey, was macht der da? Das ist einfach so eine Wachsfigur aus Madame Tussauds. Also erstmal dickes GG, okay? Er hat immerhin eine gepult, okay? Er hat es geschafft, sich eine Lady zu angeln im Club und sich sogar noch mit ihr zu küssen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Bruder ist ins Inventar getappt und hat dann keine Ahnung mehr, wie er zurückkommt, weil wieso bewegt er sich nicht? Irgendwo ist er hängen geblieben. Aber was ist das überhaupt für ein Club, Mann? Ist der Club ab 10? Die sind doch beide gefühlt 1,70 Meter groß. Er hat sich wirklich nicht einen Millimeter bewegt, ne? Nicht mal sein Mund hat sich bewegt. Er ist einfach ausgetimed. Connection verloren. Irgendjemand hat das Internetkabel gezogen. Der kommt schon gleich wieder, keine Sorge. Okay, wer ist dafür verantwortlich? Wieso benutzt er diesen Hähnchenflügel wie ein Messer? Wie eine Waffe? Wie so ein CSGO, Bro? So ein Karambit hat er da. Die Leute kommen wirklich auf die abgefahrensten Ideen, wenn sie den ganzen Tag alleine zu Hause hocken. Geh raus an die frische Luft. Komm mal wieder zurück in die echte Welt. Du hast deutlich zu viel Langeweile. Aber geiles Messer. Wie viel hat das gekostet? 250 Euro auf dem Steam-Markt? Wir hatten hier gerade ja schon diese zwei süßen Turteltäubchen. Und wer weiß, vielleicht ist das ja die Liebe des Lebens und die zwei haben sich gefunden für immer. Und dann wird es ja mal irgendwann soweit sein, wo er sie heiraten wird. Ich hoffe natürlich, er macht dann einen coolen Antrag und bleibt dann nicht so AFK stehen wie hier gerade. Naja, wie auch immer. Irgendwann wird er den Antrag machen und eigentlich soll ein Heiratsantrag ja sowas richtig Schönes, Romantisches sein, was man auch am besten nie vergisst. Weil es ist der Moment, okay? Er stellt ihr die wichtige Frage. Und ich hoffe einfach nur, dass es nicht so läuft wie bei den beiden. Er wollte hier einfach nur einen Antrag im Disneyland machen, auf der Bühne. Ey, ich doch nicht komplett rein, okay? Und kommt mir jetzt auch nicht mit, er macht doch nur seinen Job. Bro, was bist du für ein schlechter Mensch, wenn du in so einem Moment darauf bestehst, dass die Leute von der Bühne runterkommen? Er nimmt einfach den Ring weg. Hey, hey, der macht dir gerade den Antrag, okay? Den Heiratsantrag, die wichtigste Frage. Und der kommt einfach und nimmt den Ring weg. Wäre ich der Mann hier, ey, ich hätte den Windel weich geprügelt, ich sag dir ehrlich. Kommt er mir hier um die Ecke mit seinem Disneyland-Outfit und seinen Mickey-Maus-Ohren und versucht mir hier eine Welle zu machen? Der feiert sich sogar noch ab dafür, ne? Bah, was ein ekelhafter. Super, ganzer Heiratsantrag zerstört. Der musste jetzt nochmal unten neu anfangen. Oh Mann, ey. Ja, der Heiratsantrag ist wohl in die Hose gegangen. Aber keine Sorge, wir müssen ja hier jetzt auch noch was Schönes sehen. Deswegen kommt hier ein Heiratsantrag. Der funktioniert. Ignoriert diese Überschrift mit schlimmster Antrag, den ich jemals gesehen habe, okay? Das ist der schönste Antrag, den ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich mein Leben und ich kann, seitdem ich dich kenne, nicht an was anderes denken. Der eine macht Antrag auf Disneyland-Bühne und der macht einfach Antrag in der Berufsschule. Deswegen will ich dich jetzt fragen, willst du meine Frau werden?
Für immer meine einzige Frau. Ich will. Chill, sag doch normal ja. Ich liebe dich über alles. Ich auch. Ich will dich heiraten. Und nächsten Monat hole ich den schönen Verlobungsring. Ich schwöre bei Gott. Ja. Ich liebe dich. Ich auch. Ich liebe dich. Er schwört bei Gott, dass er nächsten Monat Verlobungsring holt. Ey, der Arme, oder? Der muss nächsten Monat noch ins Konto Minus gehen dafür, dass er einen schönen Ring holt. Ey. Und ich wette, die beiden sind original erst seit 2 Monaten zusammen. Die haben sich vor 2 Monaten irgendwo auf so einer Dorfparty kennengelernt und jetzt heiraten die. Super. Und er hat noch nicht mal einen Ring. Der hat schon geheiratet, bevor er überhaupt einen Ring hat. Nee, aber war ein sehr süßer Heiratsantrag und ich wünsche den beiden viel, viel Glück. Und was macht eigentlich der Kameramann die ganze Zeit? Der ist auch unsichtbar, oder? So einen schönen Heiratsantrag habe ich noch nie gesehen. Ey, was ging denn da gerade im Hintergrund ab? Haben die sich geküsst und dann musste sie würgen? Noch nie gesehen. Ach du heilige Ey, der Typ tut mir jetzt schon leid, Mann. Der macht dir Antrag, hat wahrscheinlich kein Geld für den Ring, muss nächsten Monat ins Minus gehen für den Ring und seine Zukünftige muss einfach fast kotzen, als er sie küsst. Schon nie gesehen. Eieieiei. Ja, das wird gar nicht gut laufen. Normalster Heiratsantrag in Duisburg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ein bisschen zu sus. Okay, achtet bitte jetzt auf dieses Mädchen. Was sie tut und was danach passiert. It's a good thing if I ever hurt my knee, I could still shake my boot. Oh mein Gott. Der Vater kam im falschen Moment rein. Ich sehe in seinem Blick, der ist gerade so enttäuscht wie noch nie. Der hat gerade seine Tochter von einer Seite gesehen, von der er gehofft hat, dass er sie niemals sehen wird. Der hat Kulturschock. Sein ganzes Leben zieht gerade noch einmal komplett an seinen Augen vorbei. Der ist in Schockstarre. Der weiß gar nicht, was er sagen soll. And if you ever find yourself in this situation, good luck, Charlie. Er steht immer noch ganz still da. Er fragt sich gerade, was er falsch gemacht hat in der Erziehung. Wie konnte das passieren? Einmal bitte ein F für einen gefallenen Vater. Oh, oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus für die Tochter. Die Arme bekommt jetzt erstmal Hausarrest für 2-3 Wochen. Handyverbot, TikTok-Verbot, alles. Das war's erstmal. Ach, und übrigens, ich glaube, ich habe die Fortsetzung von diesem Heiratsantrag gefunden. Das hier sind die beiden in ein paar Jahren. Mareike hat mir am Anfang unserer Beziehung hat sie gesagt, dass sie die Pille nimmt. Aber? Also was kommt jetzt noch? Sie nimmt die Pille, okay, aber? Das habe ich ihr auch geglaubt und irgendwann, nachdem sie dann schwanger war, hat sie mir dann erzählt, dass sie die Pille doch nicht genommen hat. Nein, das wird ja immer besser. Ich glaube halt wirklich, dass das die Fortsetzung ist von den beiden, ne? No joke. Und jetzt mal Spaß beiseite. Was habe ich da gerade gehört? Sie hat gecapped, als sie gesagt hat, dass sie die Pille nimmt? Sie hat gesagt, sie nimmt die Pille, aber hat die Pille nicht genommen? Oh mein Gott, Bro, ey, die muss in den Knast dafür. Das ist doch strafbar, oder nicht? Die hat ihm einfach ein Kind angehangen. Ey, stell dir mal vor, du bist eher so. Du willst einfach nur dir einen Entspannten machen. Auf einmal kriegst du Kind, weil sie gelogen hat. Bro, ich wüsste echt nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Das ist ja geisteskrank. Was ist das denn für eine Bitch? Peinlich war es mir halt deswegen, weil alle anderen in meinem Alter haben noch kein Kind. Und Mareike ist auch nicht gerade die Hübscheste. Und deswegen war es mir halt ein bisschen peinlich. Wow, okay. Sind die nicht noch zusammen? Und er sagt sowas einfach, ey. Da sieht man, der hat gar keinen Bock darauf, dass das Kind da ist. Der hat überhaupt gar keinen Bock auf sein Leben gerade. Aber verständlich, in was wurde er da reingeritten? Der dachte noch, er wird eine erfolgreiche Zukunft haben irgendwie, aber so wie das gerade aussieht, ist das genau das Gegenteil. Das ist halt genau so, wie es aussieht. Und zwar landen sie in irgendeiner RTL-2-Sendung, die einfach sich über ihr Leben lustig macht. Also ich sag dir ehrlich, das war zwar echt gottlos, dass er gesagt hat, dass sie, ja, quasi hässlich ist, aber immerhin ist er ehrlich. Das muss man ihm hoch anrechnen. Es gibt wenige Menschen, die so ehrlich sind heutzutage. Und ich komme immer noch nicht auf die Story klar. Sie hat einfach gelogen, dass sie die Pille nimmt. Das ist der Teufel in Person. Deswegen macht vorsichtig mit den Frauen, Jungs. Macht vorsichtig mit den Frauen. Es ist auch okay, einfach mal Single zu sein, ja? Da kann immerhin nicht sowas passieren. Okay, okay, okay. Passt mal auf. Ich danke euch natürlich, dass ihr mir Memes auf Instagram schickt und so, ja? Aber bitte hört doch auf, mir solche random Scheiße zu schicken. Oh Mann.
Ich fass das alles nicht mehr. Sowas schickt ihr mir, wirklich. Danke. Was würde ich nur ohne eure Hilfe tun? Meine Videos wären so schlecht ohne die Memes, die ihr mir schickt. Vielen Dank. Ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, nochmal danke. Nochmal dickes Danke an die Person, die mir das geschickt hat und dachte sich, oh wow, das ist ein Banger, das muss ich jetzt Banner schicken. Und bitte verschont mich ab heute, okay? Hört auf, mir solche random Sachen in die DMs zu ballern. Ich bitte euch um ein was, okay? Unsere Zivilisation bildet sich immer weiter fort. Und mittlerweile gibt es in Amerika sogar in einigen Restaurants keine Kellner mehr, sondern Roboter. Ey Bro, dann sag ich dir ehrlich, iss doch gleich zu Hause, Mann. Was kommt als nächstes? Dass man ins Restaurant geht mit der neuen Apple Vision Pro und dann nur in Virtual Reality isst? Come on, ich gehe doch extra ins Restaurant, damit ich schön bedient werde, you know? Damit der Kellner zu mir kommt und dann fragt, der Herr, darf es noch etwas für Sie sein? Und ich dann sage, ja, ich hätte gerne noch eine Glas Champagner und eine neue Pasta Carbonara. Thank you, thank you, thank you. Enjoy. Was ist das denn? Das sieht ja nicht mal edel aus oder so, oder? Das sieht aus wie, keine Ahnung. Oh, you enjoy. Call me. Ja, damn. Hat der gerade wirklich dem Roboter auf den Arsch gehauen? Also jetzt gerade kommt das vielleicht noch lustig. Aber irgendwann, wenn die Roboter die Menschheit übernehmen, ne, wird dieser Kellner-Roboter sich daran erinnern und er wird gecancelt dafür. Der kommt in 50 Jahren dafür in den Knast. Ja, der wird in ein paar Jahren dafür gecancelt. Und wisst ihr, für was ihr auch in ein paar Jahren gecancelt werdet? Wenn ihr jetzt nicht auf den Daumen nach oben drückt. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder, pünktlich um 14 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Tschüss.